Und er hat zu mir gesagt, unschuldig, keine Chance, du wirst nie im Leben hier einen Freispruch kriegen. Mein Eindruck war, sie wollte mich richtig krass fertig machen. Du musst dir vorstellen, sie ist gekommen, ich habe das in meinem Leben noch nicht gehört. Sie sagt, ja, ich kann nicht mehr nachts schlafen, ich habe Probleme, ich habe psychische Probleme jetzt, ich stehe nachts schweißgebadet auf, ich sehe seine hasserfüllten Augen, wo er das Schwert in Augen. Was extrem für mich spricht, ist, du kannst jeden Anwalt, egal ob in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland, den Akt zeigen. Jeder wird dir sagen, keine Chance, dass diese Person unter 6-7 Jahre kriegt. Was geht ab? Der Esteblad Panther wieder am Start. Neues Jahr, neues Format. Diesmal stelle ich euch ein ganz neues Format vor. Das Format heißt X-Faktor. Es handelt sich um Real-Life-Stories, die man aber auch nicht direkt für Bares nehmen kann. Was meine ich damit? Es gibt Geschichten, wo man jetzt einfach nicht sagen kann, sind die Personen, die herkommen und reden, im Recht? Oder sind sie im Unrecht? Und das liegt jetzt immer an euch zu entscheiden, ob sie im Recht oder Unrecht sind. Bei dieser Real-Life-Story wird ihm vorgeworfen, versuchter Mord gegenüber einer Polizeibeamtin. Und bei dir war das irgendwie... Genau, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Genau. Auch wie bei X-Faktor üblich ist es immer am Ende, liegt es an euch zu entscheiden, ob ihr den beiden glaubt oder nicht. Aber ich sag, diese Fälle, die ich immer herhole in das Format, sind immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Weil ihr werdet auch merken, in diesem ganzen Fall so, dass es für beide Seiten eigentlich... Beweise oder was heißt Beweise, auch Belege gibt, denen zu glauben oder auch nicht zu glauben. Ja. So, stellt ihr beide euch noch mal kurz vor. Ich bin der Mo, geboren im Iran, aufgewachsen in Wien. Und ich bin der Bruder Hadi. Okay, fangen wir direkt an. Die erste Frage, die man sich dann natürlich bei so einer Sache stellt, ist, Digga, wie kommt es überhaupt zu so einer Anklage? Du wurdest angeklagt wegen versuchten Mord gegenüber einer Polizeibeamtin. Bei dir war das irgendwie Widerstand und gefährliche Körperverletzung. Also was muss man gemacht haben, damit man überhaupt wegen sowas vor Gericht steht? Es ist ein Streit, ist halt vorausgegangen mit Tschetschenen. Und das war halt so, ich bin mit denen aneinander geraten, habe ein Magazin von einer Pistole am Hinterkopf bekommen, okay. Habe geblutet. Ich bin im Hinterkopf genäht worden und dann habe ich halt die Leute gesucht und so hat sich das halt ergeben, dass ich halt dann die Tschetschenen gesucht habe und dann hat es eins zum anderen gekommen. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du am Anfang Streit mit Leuten gehabt, nicht mit der Polizei, du hast Streit mit einer Gruppe von Tschetschenen genau. gehabt, die haben dich irgendwie vorher geschlagen gehabt. Genau. Genau, und dann hast du deinen Bruder auch dazugerufen und ihr habt die gesucht. Genau. Okay. Und... Ja, und dann haben wir halt die Leute gesucht. Ja, an dem besagten Tag sind wir dann hin ins Lokal gemeinsam. Und ja, wir sind hin, die haben gerade Party gefeiert. Es war anscheinend war so ein Feiertag, ein besonderer Feiertag, was sie gefeiert haben. Wir haben das nicht gewusst, im Nachhinein haben wir das erfahren. Wir sind halt rein, haben die Party gesprengt. Wir sind rein und ja, er sagt gleich, off the music. Dann war es still, jeder guckt uns an, das ganze Lokal war voll. Und dann hat er den Typen gesehen, der zugeschaut hat, wo er gedacht hat, der steckt mit drinnen mit den Tschetschenen. Er ist zu ihm und hat ihm halt zur Rede gestellt, was abgeht, was das soll. Und er hat gleich gemerkt, dass was nicht stimmt. Und Kurzschlussreaktion, bevor der Typ hat aussprechen können, hat ihm eine geklatscht. Mhm. Aber so richtig laut war das. So Schall komplett durch den ganzen Raum. Ja, das war so Kurzschlussreaktion. Es hat schnell gegangen, also eine geklatscht. Ja, und dann es war halt, gleich richtig abgegangen, das ganze Lokal gegen uns. Und weil wir haben halt die Party gesprengt und im Endeffekt haben die halt gedacht, wir kommen in das Lokal und wollen mit denen Stress machen. Dabei waren wir nicht dort, dass wir denen Stress machen. Wir wollten nur die Tschetschenen suchen und zufällig war halt der Typ in dem Lokal, wollte ihm zur Rede stellen und dann ist das irgendwie scheiße eskaliert in dem Lokal. Es eskaliert, dass alle auf euch rausgegangen sind. Ja, es ist irgendwie scheiße eskaliert. Wir wollten das, war nicht unser Ziel, weil die Afrikaner... Die waren nicht unser Problem, wir waren immer cool mit denen und der eine Typ, keine Ahnung, der war einfach nur komisch, verstehst du? Sonst, wir haben nie Probleme mit denen, ja, wir würden sonst sowas nie machen, weißt du, ohne Grund irgendwo hingehen. Und ja. Der eine Typ, bei dem habe ich halt, der hat mir halt Geld geschuldet und mein genau. Instinkt, er hat zugeschaut, wie das passiert ist und ich denke mir einfach eins, es wäre für ihn so gewesen, ich habe auch gehört, dass er mit denen zusammengearbeitet hat, auf die Art, hey,
du kriegst deine Kohle nicht, sonst schicke ich dir bei Tschetschenien vorbei oder so, dass ich selber gar nicht frage danach mehr oder so. Wir sind ein bisschen an die Zähne bewaffnet ins Lokal, ihr habt ja die ganzen Waffen, alles haben wir mitgehabt. Und er hat halt gleich auch gezeigt, dass er eine Gaspistole, also hast die haben nicht gesehen, eine Gaspistole, dass er eine Pistole mit hat. Ja, ich habe denen gesagt, ich soll die Musik ausmachen und normalerweise war das so, von diesem Lokal, die Person, was mir Geld geschuldet hat, hat in dem Lokal was zu sagen gehabt und deswegen habe ich mir das auch rausgenommen in diesem Lokal, dass ich das so mache. Okay, dann ist das Ganze eskaliert und ihr habt euch ja mit den Leuten irgendwie geschlagen. Genau, es ist so schnell gegangen, sowas passiert immer ganz schnell, man merkt immer, also es ist so schnell passiert, es ist eskaliert, nach der Klatsche ist einfach richtig eskaliert, leider, wir wollten, also das war nicht unser Ziel, dass man mit denen, es hat richtig abgegangen, ja, wir haben jetzt richtig mit voll vielen Typen, haben wir richtig geboxt, Baseballschläger ist zum Einsatz gekommen, warum, weil wir waren in der Unterzahl, die haben auch Flaschen und alles in der Hand gehabt und ich habe sogar Flasche auf Kopf bekommen. Und ich habe das gar nicht gespürt, was kaputt gegangen ist auf meinem Kopf. Im Streit, jetzt in dem ganzen Action, habe ich das gar nicht gespürt. Ein paar Leute waren halt richtig gedamaged. Wir haben auch was abbekommen, aber uns ist gut gegangen. Es war halt voll Chaos. Da sind die Flaschen voll rumgeflogen und so. Dann bin ich am Hinterkopf verletzt worden. Und ich habe das gar nicht gemerkt im Adrenalin und so, habe ich im Nachhinein gecheckt. Und das Blaulicht habe ich auch nicht gehört. Da sind 11 Streifenwagen anscheinend gekommen. Und ich bin dann Schlägerei hin und her gegangen. Ich war wirklich auf 180, da habe genau ich das Schwert, Blackout gehabt. Das Schwert hattest du ja schon während der Schlägerei im Lokal. Hast du da das Schwert auch schon irgendwie benutzt, Leute verletzt gehabt oder wie? Erstens habe ich mit der Watschen habe ich gegeben und ich habe Baseballschläger habe ich vorher benutzt. Die Polizisten wollten mir das dann anhängen, dass ich sie mit einem Schwert attackiert habe. Wahrscheinlich, weil sie sich gedacht haben, die können uns halt nicht nachweisen und so wollen die uns oder so. Und das war halt das Krasse. Ich das Krasse ist halt, weil ich das Schwert halt in dem Moment gar nicht mehr gehabt habe. Wenn die Polizei gekommen ist, da ist es mir schon während der Schlägerei, in dem ganzen Gerangel und so, ist es mir schon runtergeflogen. Mhm. Und genau, und irgendwer hat es vom Boden genommen und hat zur Polizei übergeben, dass er das in Sicherheit und sie, die Polizisten haben gesagt, dass du gesehen hast, wie du das Schwert gehalten hast und sie angreifen. Genau, wolltest. Und die Polizisten wollten ihm das in die Schuhe schieben, wollten ihm ficken und sagen, hey, nein, die haben ihm das Schwert abgenommen. Ich glaube halt, die wollten mir das halt einfach in die Schuhe schieben, weil sie gedacht haben, die können mir jetzt nicht so eine Aussage, es ist ja vorhin so eine Geschichte, die sagt immer, ich muss so gut wie es geht neutral bleiben, weißt du, ich habe jetzt Polizisten nicht da, jetzt so als logischen Grund, was würdest du sagen, weil ich sehe den Grund nicht, warum sollte jetzt ein Polizist sich sowas ausdenken oder mit einer Lüge kommen? Was ist so für dich der Grund, warum du sagst, weil das ist ja schon krass, wenn ein Polizist einfach sagt, da war einer mit einer Machete oder mit einem Schwert, der mich angreifen wollte. Ich will mich natürlich nicht selber jetzt irgendwie darstellen oder irgendwas, aber es ist so, dass ich schon oftmals als Verdächtiger in Fällen geführt worden bin und die mir nichts nachweisen haben können, das weiß ich auch. Und die denken sich, die Person können wir schwer verhaften, besser, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, sperren wir 15 Jahre weg und tschüss, dann haben wir dieses Problem nicht. Und dann habe ich mir am Anfang gedacht, ich werde nur wegen illegalen Waffenbesitz, weil ich Waffenverbot habe, verhaftet und schwere Körperverletzungen, vielleicht Widerstand, so normal. Und ich war schockiert, weil die nehmen mich so mit und so. Und ich das war voll krass, weil die nehmen mich mit und so. Und ich sage, ich bin unschuldig, lass du nach Hause und so entscheiden. Weißt du, mach voll Welle. Weißt du, einer ist mit mir verhaftet worden. Und der hat sich während der Fahrt, hat er sich in die Hose gepisst. Und dann steht er so mit der vollgepissten Hose bei den Polizisten. Und wir sitzen so da, wir warten darauf, dass sie unsere Fingerabdrücke und solche Sachen nehmen und sind halt, wir sitzen so da, auf einmal sehe ich den Typen mit der vollgepissten Hose und er sagt, ich bin ein Vater und so. Und die rufen in diesem Lokal an, die Besitzerin und fragen, hey, ist das eh okay, wenn wir ihn gehen lassen oder so? Weil ich glaube, die haben Mitleid gehabt oder wollten ihn auch vielleicht nicht vollgepisst sitzen lassen in ihrem Büro oder keine Ahnung warum. Und die haben ihn halt gehen lassen. Und das ist gegen jegliche Vorschrift. Ich habe dann bei Gericht, habe ich auch gesagt, wenn ein dringend Tatverdächtiger verhaftet wird, wie könnt ihr ihn entlassen, ohne dass ihr ihm eine Frage gestellt habt? Und dann setze ich so, ich sage, was der mitkommen und so, wartest du ein bisschen und dann war ich in diesem Vorhörraum. Und der Zettel war so. Und ich sitze so da. Weißt? Und ich frage ihn, was ist das Problem? Was tut sie mir vorwerfen? Und ich lese von hier schon, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sage ich, was für Widerstand?
Dann sagt er zu mir, weißt du ganz genau? Sag ich, was weiß ich ganz genau? Dann sagt er zu mir, das weißt du ganz genau, du hast mit einem Schwert Polizisten attackiert. Dann habe ich sofort gesagt, bei solchen lächerlichen Anschuldigungen, das würdige ich nicht einmal mit einer Antwort, ich will auf meine Zelle. Das Gespräch ist beendet. Dann bin ich aufgestanden und bin in die Zelle gegangen. Ja. Aber ich war wirklich schockiert. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, du wirst jetzt verhaftet, auf einmal sagt wer, du bist wegen Mordversuch oder so angeklagt. Ich habe nicht damit gerechnet, ich schwöre. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, fuck, du kriegst 10 Jahre, 15 Jahre, du bist weg vom Fenster. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du dachtest eigentlich auch lächerlich, wie das Ganze zustande kam. So. Ja, genau. Es war eigentlich ein Streit, den du hattest mit Leuten. Du hast das Schwert gehabt. Was das gekommen ist. Wegen denen. Ich verdecken dir. Ich habe halt die Anklage gehört und ich war wirklich schockiert. So schockiert war ich in meinem Leben noch nicht. Nicht einmal, wie ich das erste Mal in Haft war, war ich so schockiert. Weil ich habe gedacht, Digga, 15 Jahre oder irgendwas, du bist weg vom Fenster. Die wollen dich ficken, aber die wollen dich sowas von ficken. Hm. Weißt, die wollen dich weghaben, weißt? So oder so, in meiner Akte habe ich keine so Körperverletzung, so dass ich jetzt, weiß nicht, wie oft es wegen Körperverletzung vor Gericht war, dass ich mir denke, fuck, ich bin gefickt. Deswegen habe ich gedacht, ich komme sowieso frei, ich bin nicht so gefickt. Und mein Bruder, habe ich gedacht, ist dasselbe. Aber dann habe ich gedacht, fuck, ich habe zum Polizisten gesagt, während habe ich zu ihm gesagt, ich habe gar nichts gemacht, das war eine Schlägerei, passiert jedem. Und ich habe mich nur gewehrt und ich habe gedacht, nach 48 Stunden so oder so, muss ich mich heimgehen lassen, das war keine große Sache für mich. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die ihm einen Mordversuch anhängen wollen. Wie wir schon im Knast drinnen waren, und wir haben ja immer Kontakt gehabt, auch zwischen den Zellen und so. Und ich habe gewusst, also ich habe mit den Leuten Kontakt gehabt und die haben zum Beispiel gesagt, hey, dein Bruder geht da und da duschen. Ich habe zum Beispiel von Freunden und so, also Zettel mitgegeben, gib meinem Bruder den Zettel, bla bla bla. Und er hat mir dann mitteilen lassen über einen anderen Typen, dass die ihm einen Mordversuch anhängen wollen. Die Hoffnung, was ich gehabt habe, war noch mit meinem Anwalt zu sprechen. Und das erste Gespräch mit dem Anwalt, der hat zu mir gesagt, Haftstrafen gehen konstant nach oben. Du bist schon ein paar Jahre gesessen, stell dich auf zweistellige Haftstrafe ein. Einfach. Und wenn du Glück hast, wenn ich gut für dich machen kann. Ich sage, was ist los? Wie geht das? Weißt, das kann ja nicht sein, dass die mich jetzt auf Mordversuch anklagen wollen und so. Und die haben voll viele widersprüchliche Aussagen und so im Akt gehabt und so. Ich war einfach schockiert. Ich habe wirklich gedacht, ich bin gefickt. Mit so einer Anklage weiß man halt einfach, dass man international gefickt ist. Egal, wo man so eine Anklage kriegt, man kriegt keine kurze Haftstrafe. Und ich habe mir nur gedacht, fuck. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass die mich auf das anklagen. Ich weiß nicht, warum ich nicht damit gerechnet habe, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich war wirklich schockiert. Und das war sogar so, wie ich dann gesagt habe, ich gehe auf die Zelle rauf, hat der Polizist gemerkt, dass ich so schockiert war, sagte zu mir, hey, geht's dir eh gut oder so, er wollte mich in seinen Beobachtungsraum tun. Also habe ich zu ihm gesagt, nein, weißt du, ich meine, mir geht's eh gut, gib mir eine Zigarette. Er hat mich eine Zigarette rauchen lassen in diesem Beobachtungsraum, weil dass du nicht deine Zelle abfackelst, dann hat er mich wieder in eine normale Zelle reingetan. Aber die haben wir auch gemerkt, dass ich voll schockiert bin, weißt du. Und weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet und das ist halt einfach, das haut dich so ein bisschen aus den Schuhen. Ich glaube dir das auch, dass du nicht wirklich vorhattest, da den Polizisten umzulegen. Aber, ja. So, aber das Interessante, so, wie ging das dann eigentlich vor Gericht vor? Weil du meinst ja, das war das Interessante auch in dem Fall. Das war halt so, ich habe mir halt die Akte holen lassen und so. Und dann habe ich gewusst, entweder du liest jede Zeile von der Akte und das war wirklich, sie müsst euch denken, die kopieren einen Zettel 30 Mal manchmal. Mhm. Wirklich. Und unnötige Sachen. Und ich habe jeden Zettel alles durchgelesen. Da steht sogar, die Akte hat 270 Euro nur Aktenkopiegebühr gekostet. Aktenkopie 271 Euro, nur für das Papier. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Papier da war. Ja. Und es haben voll viele Leute ausgesagt. Es haben voll viele Leute verschiedene Aussagen gemacht. Und ich schwöre, ich weiß nicht, wo ich dieses Glück hergefunden habe. Dass dies wahrscheinlich, dachtest du dir auch, du hast dich damit nicht zufrieden gegeben, dachte ich, Digga, ihr wollt mir einen Mordversuch anhängen gegenüber einer Beamtin. So, du dachtest, vielleicht hat... Dir ist gleich Herz in die Hose gerutscht. Fuck, ich bin jetzt 10 Jahre vielleicht weg, mein Leben ist im Arsch. Und hast vielleicht Panik bekommen. Dann dachte ich, ich hole die Akte so. Ich will die Akte, ich will mich selber damit beschäftigen, weil dein Anwalt hat dir auch schon so irgendwie die Hoffnung aufgegeben. Genau, weil ich habe gewusst, mein Anwalt, der hat keine Hoffnung für mich. Ja. Das hat er mir auch klar gemacht, dass so, er keine Hoffnung hat. Hat er dir das nicht geglaubt oder woran lag das? Er hat zu mir gesagt, einfach Haftstrafen gehen konstant rauf. Und du warst ja schon Polizei bekannt. Und ich bin auch unschuldig gegangen. Und er hat zu mir gesagt, unschuldig, keine Chance, du wirst nie im Leben hier einen Freispruch kriegen. Da kann dir keiner helfen, weil du auch das Problem hast, dass du auf einen Polizisten gegangen bist und da schaut dann nicht dann gut aus. Ich habe sowieso von Anfang an, ich habe sofort den besten Anwalt von Linz, habe ich mir geholt und ich habe gedacht,
Ja, wenn, dann brauchst du einen guten Anwalt bei der Scheiße. Ja, er ist gleich gekommen am nächsten Tag und ich habe mit ihm geredet und er hat mir gleich direkt klar gemacht, für dich schaut es nicht so schlimm aus, ein paar Monate, zwei, drei, vier, gehörst Körperverletzung. Bei dir geht es um nicht so viel. Schwere Körperverletzung und Widerstand. Weil dein Bruder, er ist gefickt, die wollen ihm versuchten Mord. Genau, versuchten Mord wollen die ihm anhängen. Dein Bruder ist gefickt. Und da habe ich zu ihm gesagt, soll mir die ganzen Akten und so bringen. Ich war voll scheiße drauf. Ich hab für mich selber keine Angst gehabt. Ich habe gewusst, ich gehe nach ein paar Monaten spätestens raus, aber er ist gefickt. Deswegen habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe mir den ganzen scheiß Akt durchgelesen und verzweifelt in meiner Zelle. Ich war schlecht drauf und ich habe den scheiß Akt gelesen in meiner Zelle. Dann habe ich was gefunden, wo ich mir gedacht habe, das gibt's gar nicht. Mit dem, wenn ich das ihm sage, dann weiß er, dass er mit dem eine Chance hat. Also ich habe eine Aussage gefunden in dem Akt, wo ein Schwarzafrikaner, der was in dem Lokal war, erzählt hat, er hat die Aussage gemacht, er hat gesagt, er hat das Schwert ihm abgenommen, bevor es überhaupt irgendwas zum Einsatz gekommen ist. Er hat es vom Boden aufgehoben, während der Schlägerei, und hat es der Polizei übergeben, hat er gesagt, in einer Aussage. Deswegen haben wir gesagt, das mit der Polizei, das stimmt kann gar nicht. Stimmen. Das kann gar nicht stimmen. Also ich habe die Aussage gefunden von dem Typen und ich habe gedacht, geil, mit der Aussage ist Aussage gegen Aussage und dann kann man vielleicht was damit erreichen. Weißt? Weil ich habe gesehen, wenn der Typ behauptet, er hat das Schwert vom Boden aufgehoben und der Polizisten übergeben, dann kann das gar nicht stimmen, dass er mit aufgezielter Haltung irgendwas gemacht hat, weil dann ist das Fantasy, dann ist das Aussage gegen Aussage. Und der Schwarzafrikaner hat das ausgesagt, ich habe gewusst, das ist schwarz auf weiß, auf Papier habe ich das. Ich habe dann gewusst, also ich habe mit ein paar Leuten geredet, ich habe mit ihm ja auch immer beim Spaziergang auch immer geschrieben. Ja. Also während Spazieren habe ich immer aufgeschrieben, wir haben kommuniziert und ich habe ihm dann die Nachricht zukommen lassen mit der Aussage, mit einem Zettel habe ich ihm einen Typen gegeben, er soll ihm das geben. Also da ist gestanden, die Aussage von dem Typen. Und er hat das gelesen und hat das dann er hat sich einen Anwalt geholt und hat es dann seinen Anwalt gezeigt. Ich habe halt generell auch die Akte auch von meinem Anwalt gehabt. Ich habe auch alle widersprüchlichen Aussagen rausgesucht. Und das war Jackpot, was der Typ gesagt hat. Aber generell ist das halt so, wenn viele Leute aussagen, ich weiß nicht, ob das was für ein Phänomen das ist, aber es ist immer so, dass die Aussagen nicht übereinstimmen. Wenn fünf Leute was sagen, jeder sagt ein bisschen was anderes aus. Und da habe ich halt die Widersprüche rausgesucht und das war halt der Jacko, weil ich dann gesagt habe, ich will, dass ihr Fingerabdrücke von dem Schwert nimmt. Und die Staatsanwaltschaft hat sich davon distanziert. Also du hast das selber gesagt. Ich habe gesagt, ich will, dass ihr Fingerabdrücke nehmt, weil ob meine drauf sind oder von den Schwarzafrikanern, von wem auch immer. Und die Staatsanwaltschaft, die hat sich davon distanziert, die wollten das Risiko nicht eingehen, dass von wem anderen die Fingerabdrücke drauf sind, weil dann werden die halt in die Arschkarte gezogen und die haben sich distanziert. Dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Die Staatsanwaltschaft muss jeden B- und entlastenden Beweis nachgehen. Und wenn da eindeutig ist, dass Fingerabdrücke genommen werden können und ich als Angeklagter bestehe drauf und werde auf so eine krasse Anklage angeklagt, dann könnt ihr ja die Fingerabdrücke nehmen. Warum macht ihr das als Staatsanwaltschaft nicht? Weil ihr nicht wollt, dass rauskommt, dass die Polizei gelogen hat. Und so hat das dann halt immer mehr Sachen bei sich und genauso mit dem Typen, der was sich in die Hose gepisst hat. Wie kannst du eine Person, wenn du jetzt verhaftet wirst, egal ob du jetzt weinst, ob du nach deiner Mutter schreist, ob du jetzt an den Finger nuckelst oder was auch immer, die lassen dich nicht raus. Ich weiß nicht, warum die ihn rausgelassen haben. Die haben eine Lokalbesitzerin angerufen und dann hat sie bestätigt, er ist ein Familienvater, hat damit nichts zu tun. Oder irgendwas. Und aber war das auch entlastend für dich? Oder das war entlastend für mich, weißt du warum? Weil die den Fehler sogar gemacht haben, die haben den Fehler gecheckt, dann haben die falsch geschrieben, dass er um 22 Uhr entlassen worden ist. Dann habe ich gesagt, er ist aber nicht um 22 Uhr entlassen worden und er ist auch nicht verhört worden. Dann sagen die, von wo willst du das wissen? Sag ich, er ist vor meinen Augen entlassen worden. Ich bin da gesessen, ich habe gewartet, bis die mir einen Fingerabdruck abnehmen. Fragt ihn doch selber, wie viel Uhr er entlassen worden ist. Weißt? Und er hat ja dann bei dem Lokal angerufen, hat gesagt, schaut so auf die Uhrzeit, wann der Anruf gemacht worden ist. Erst 5 Minuten später ist er entlassen worden. Da könnt ihr auch die Lokalbesitzerin fragen. Und das waren halt zu viele Fehler. Und wenn die Leute das hören, weißt, das ist halt im Zweifel für den Angeklagten und jedes Land auf der Welt will die Polizei, die Exekutive gut darstellen. Die wollen jetzt nicht, dass es heißt, die sind korrupt oder die können dir sowas in die Schuhe schieben. Und die wollten unbedingt nicht, dass es heißt, die österreichische Polizei kann dir einen Mordversuch in die Schuhe schieben, obwohl du es gar nicht gemacht hast. Weil wenn ich sage, nimmst die Fingerabdrücke doch, das ist doch eindeutig, weißt du, ich meine? Oder wenn wer sagt, hey, warum sollte er sagen, dass er das Schwert der Polizei abgegeben hat, wenn ihr sagt, ich habe euch damit attackiert.
weißt? Das hat einfach hinten und vorne nicht gestimmt. Dann auf einmal kommt mein Anwalt und sagt zu mir, hey, wenn du auf schuldig gehst und so, ich kann dir nichts versprechen und du kriegst ein mildes Urteil. Sag ich, was soll das heißen? Nein, danke, ich bin unschuldig. Dann sagt er zu mir, das ist nicht so wie Lotto spielen oder so, weißt? Das ist nicht so, dass du betest oder gute Karma oder so, weil ich zu ihm gesagt habe, ich habe gute Karma, ich gehe auch unschuldig, ich gehe nicht auf schuldig, weißt? Er sagt zu mir, das ist halt nicht so wie Lotto spielen und so, und wenn du willst, ich kann dir klar machen, eine gute Haftstrafe, paar Jahre und so. Ich habe mir gedacht, was für paar Jahre, weißt? Ich habe schon gewusst, die sind am Arsch, weißt? Und dann habe ich zu meiner Arbeit gesagt, ich nein. Und dann sagt er zu mir, das ist nicht so wie Lotto spielen, überleg dir das sehr gut. Du willst sicher nicht jetzt 10 Jahre oder so sitzen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich gehe auf unschuldig. Dann geht er und kommt nochmal. Dann sagt er zu mir, ja, vielleicht kann ich mit der Staatsanwaltschaft einen Deal und so machen. Weißt? Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht selber entscheiden. Ich bin mit meinen Brüdern in Haft. Und wenn ich mit Komplizen in Haft bin, ich kann nicht entscheiden, ob ich einen Deal mit der Staatsanwaltschaft mache. Weißt? Wenn meine zwei Brüder auf unschuldig gehen, ich kann die nicht in die Pfanne hauen und sagen, okay, wir haben es doch gemacht. Dann hat mein Anwalt gesagt, du kannst sicher mit deinen Brüdern kommunizieren. Habe ich gesagt, naja, kann ich. Dann habe ich mit ihm geredet, über Fenster, habe ich das klar gemacht. Und dann habe ich halt okay bekommen, dass ich das mache. Und ich habe ihm gleich zu ihm gesagt, maximal werden wir 3 Monate sitzen. Weißt? Das ist Maximum, das ist so, wie mir das der Anwalt gesagt hat. Er hat zu mir gesagt, Maximum werden sie 3 Monate sitzen. Weil ich zu ihm gesagt, ich will eine konkrete Zahl, mir ist scheißegal, ob wenig oder was. Konkret will ich wissen, sonst mache ich gar nicht. Und die haben halt gesagt, ich muss halt alles, wir müssen halt alles zugeben und es darf kein Zeuge bei Gericht kommen. Es darf kein Zeuge aussagen. Von wie kam das? Was war der Vorschlag vom Staatsanwalt oder wie? Von der Staatsanwaltschaft, aber nicht direkt. Die sind auch nicht blöd. Die haben einen Anwalt vorgeschickt. Genau. Weißt, der Staatsanwalt hat kein einziges Wort direkt mit mir geredet. Ja, das ist, schon, so ist ja schon klar. Indirekt, ja. Das ist schon klar. Ich glaube auch, dass sie im Notfall dann sagen können, der Anwalt, weiß ich mir, erzählt, wer irgendwas. Aber ich denke mir letztendlich so, was war denn letztendlich so entlastend? So, was waren die Sachen, wo die gesagt haben, Digga, wir haben gemerkt, wir haben sehr große Scheiß gebaut. Weil an sich, wenn der Afrikaner jetzt sagt, okay, ich habe dir das Schwert abgenommen, keiner Polizeibeamte hat trotzdem gesagt, ich habe auf dich gezielt, du hast Panik bekommen, stand da und da kam einer und hat dir das Schwert abgenommen. Nein, nein, die haben erstens gesagt, die haben das Schwert sichergestellt. Und er hat gesagt, er hat es vom Boden aufgehoben und hat es der Polizei gebracht. Mhm. Während der Schlägerei. Während der Schlägerei. Und ach so, während der Schlägerei. Ja, gesagt, während der Schlägerei hat er das gesehen und hat es gleich in Sicherheit gebracht. Hat er gesagt. Da müsste noch mehr Sachen gewesen sein. Du musst zwei Polizisten sagen jetzt zum Beispiel, guck mal. Wenn jetzt zwei Polizisten jetzt sagen, okay, ich habe gesehen, wie ein Schwert gehalten hat. Das Problem und ist... Und so ein afrikanischer Onkel, der da ist und sagt, ich habe nur meine Bier geschmunkelt. Wenn der kommt und sagt, ich habe das anders gesehen, das ist doch nicht entlastend. Nein, weißt du, was das Entlastende war? Das richtig Entlastende war, weil ich denen gesagt habe, nehmt so Fingerabdrücke von dem Schwert. Das hätten die nehmen müssen. Die wollten aber das Risiko nicht eingehen, weil die Staatsanwaltschaft gewusst hat, die Polizei lügt. Die haben nicht gewusst, inwieweit die lügen. Ob das jetzt mit dem Schwert auch erfunden ist. Aber die haben gewusst, die Polizei hat schon mal gelogen bei der Entlastungszeitpunkt 22 Uhr. Und die haben so getan, als hätten die den Typen verhören wollen. Und er hat die Aussage verweigert und hat nichts unterschrieben. So auf die Art, wir haben ihn nicht einfach so gehen lassen. Achso, das hast du vorhin nicht vorher erklärt. Genau, ach so, das war nicht bewiesen. Achso, das war nicht ein Ermittlungsfehler, das war einfach eine Lüge. Sie haben gesagt, sie haben diesen Typen aufgeklärt, aber er hat von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und er war gar nicht da. Genau. Das hast du auch nachgewiesen. Du musst dir so denken, wenn du verhaftet wirst, die dürfen dich nicht entlassen, bevor die dich verhört haben. Die dürfen, und ich habe gesagt, wie können sie eine dringend tatverdächtige Person, was aus einer Massenschlägerei verdächtig genug ist, dass er verhaftet wird, mitnehmen und ihm entlassen, nur weil er sich in die Hose pisst. Soll ich mir diesen Trick merken? Soll ich mir nächstes Mal Wasser in die Hose schütten? Und dann lasst ihr mich nach Hause gehen? Und dann schreibt ihr, er hat die Aussage verweigert, 22:45 Uhr. Und ich sage, warum lügt die Polizei? Hätte sie ja gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben ihn einfach nach Hause gehen lassen. Eine Sache. Dann seid doch ehrlich, aber warum wollt ihr das vertuschen? Mit einem falschen Dokument, wo auf dem Dokument steht, er ist um 22 Uhr entlassen worden und er hat auf sein Aussageverweigerungsrecht gemacht. Ja, genau, okay, das ist interessant, wenn du das auch nachgewiesen hast. Und wie haben die dann drauf reagiert? Das wollten die sogar abstreiten, ich habe es nachweisen können, mit dem Anruf, weil ich gesagt habe, fragt die Besitzerin von dem Lokal, um wie viel Uhr sie entlassen worden ist und ob er nicht 5 Minuten später entlassen worden ist. Und die haben gewusst, wenn die Telefonnachweise von der Person schauen, weißt, und dann sagt jeder Richter, wenn das gelogen ist, wer weiß, ob das auch nicht gelogen ist. Mhm. Wenn die Polizisten meiner Sache lügen, dann können die bei allem lügen. Weißt du, ich meine, das ist so, wie wenn du als Angeklagter unglaubwürdig bist, dann ist jede Aussage von dir unglaubwürdig. Aber das ist sehr interessant, das höre ich schon zum ersten Mal, dass man den Nachweis, dass die bewusst so gelogen haben. Ihr habt ja auch noch gesagt, so, dass die
keine Fingerabdrücke jetzt nehmen wollten vom Schwert so. Genau. So, das habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt, so was das jetzt irgendwie ausmachen würde. Die Staatsanwaltschaft hat gewusst und der Richter hat gewusst, die Polizei lügt einen Teil. Ja. Aber die haben nicht gewusst, wie weit die lügen. Die haben nicht gewusst, lügt er bei dem Schwert. Die haben gewusst, bei dieser Entlassung die lügen. Dass der Typ die Aussage verweigert hat, dass die lügen. Das haben die hundertprozentig gewusst. Und die wollten halt die Polizisten unter Kollegen schützen. Und dann haben sie sich gedacht, vielleicht lügen die beim Schwert auch. Wenn wir jetzt Fingerabdrücke nehmen und wir finden von dem einen Ende, was sagt er, hat das Schwert der Polizei gegeben, die Fingerabdrücke. Dann sind wir am Arsch. Die haben deswegen, und dann habe ich gesagt, warum sollte sich die Staatsanwaltschaft von dem distanzieren, wenn ja, das ein eindeutiger Beweis wäre. Die haben sich nur davon distanziert, weil okay, die das Risiko nicht eingehen wollten. Stell dir vor, da wäre wirklich die Fingerabdrücke von dem Typen drauf. Die hätten sich gesagt, du kannst keinen Menschen mehr in Österreich einsperren, ohne dass jeder denkt, die Polizei ist korrupt oder so. Du hast ja jetzt auch zum Beispiel der Polizistin jetzt gegenüber gestanden im Gericht. Ja. Was war dein Eindruck von ihr? Weil da kann man Menschen auch mal persönlich einschätzen. Mein Eindruck war, sie wollte mich richtig krass fertig machen. Du musst dir vorstellen, sie ist gekommen. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gehört. Sie sagt, ja, ich kann nicht mehr nachts schlafen. Ich habe Probleme. Ich habe psychische Probleme jetzt. Ich stehe nachts schweißgebadet auf. Ich sehe seine hasserfüllten Augen, wo er das Schwert in Augen. Ich habe es nicht gehört. Aber mein Anwalt, sie stellt sich hin und hat wirklich auf ernsthaft so richtig krasse Aussagen gemacht. Die wollte mich richtig näher machen. So richtig, und dann habe ich aber Glück richtig gehabt, weil mein Anwalt hat gesagt, wenn Sie diesen Job ausüben, dann müssen Sie mit diesen extremen Situationen klarkommen. So. Ansonsten haben Sie sich den falschen Job ausgesucht. Weißt du hast wirklich den Eindruck, dass die Polizist dann wirklich gelogen hat, um dich auseinanderzunehmen. Genau. Es war so. Es ist jetzt nicht so unbedingt, dass die zum Beispiel komplett gelogen haben. Ich finde auch so, das hat sich bei denen, ich weiß nicht, zum Beispiel, die haben viele Fehler gemacht und wollten das vielleicht vertuschen. Das kann sein, aber ich glaube auch, die wollten mich voll ficken. Weißt? Weil ich glaube, die wollten einfach, dass ich so einfach, weiß ich mal, mit einem Alter rauskomme, wo ich nicht mehr im Leben werden kann. Aber ich denke mir so, die haben doch wahrscheinlich Besseres zu tun als... Okay, wie war der Richter dann gegenüber gestimmt so? Hast du den Eindruck, dass der Richter dann wirklich so objektiv war, gesagt hat, okay, ich gucke mir beide Seiten... Nein, der Richter hat mich nur bedroht. Bei jeder Haftprüfung hat er zu mir gesagt, witzig, das ist so lustig. Er hat zu mir gesagt, das ist für mich so lustig. Wollte mich extrem einschüchtern, das habe ich gemerkt. Und er wollte mich halt dazu einen aufmachen, ich nehme dich gar nicht ernst. Du bist ein Hobbyanwalt und von wo weißt du das und so. Weil ich gesagt habe, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft muss jeden entlastenden Beweis, genauso wie belastenden Beweis nachgehen. Das muss sie. Und wenn ich sage, wie soll Fingerabdrücke nachgehen, die müssen jeden entlastenden Beweis nachgehen. Warum machen die das nicht? Hat er gesagt, ja, du schaust zu viel Law and Order. Ich schwöre, sag jetzt mir, du schaust zu viel Law and Order. Ich schwöre auf alles. Das war aber ein geiler Richter, Digga. Weil er wollte mein Selbstbewusstsein nehmen. Er wollte so einen auf den Markt schauen, nicht so viel Law and Order. Das ich würde gerecht sagen. Weißt du, du bist hier nicht bei Medical Detective. Das war ein geiler Richter. Ich höre eine geile Aussage. Ja, was mich interessiert, was ich dann interessant finde, Digga, wie kann das sein? Ich sehe das jetzt so, dass du dich vor Gericht selbst verteidigt hast. Ja. Wozu hast du deinen Anwalt bezahlt? Mein Anwalt war super. Warum bist du dann am Ende dich da selbst verteidigt? Ich habe zwei Anwälte und sonst ich habe mich selber verteidigt, aber er hat halt den Deal klar gemacht und ich finde, halt, er hat gute Sprüche abgelassen. Ich würde doch einen Anwalt nicht, wenn du sagst, dass du die ausschlagenden Argumente und Punkte selber gesammelt. Ich habe meinen Anwalt nicht bezahlt. Selber gesammelt, selber recherchiert und selber erwähnt. Das war so, ich habe zwei Anwälte bezahlt. Ich habe beide gedroppt, weil die scheiße waren und sein Anwalt war ein Pflichtverteidiger und hat ihm den Deal klar gemacht. Pflichtverteidiger. Ach, der erste war der beste von uns, 5000 Euro, bam, in zwei Wochen, tschüssi. Und hat nichts gemacht und hab gesagt, verpiss dich, von mir kriegst kein Geld mehr, ich hol mir einen anderen Anwalt. Einen zweiten geholt, der hat mir auch irgendwie, habe ich mir gedacht, der kann uns nicht helfen. Das hat man schon gemerkt, wenn du einen Anwalt siehst, wenn ein Anwalt nur die Standardsprüche sagt. Der Angeklagte ist zum ersten Mal in Haft, Milderungsgründe, dann weißt du, er ist ein beschissener Anwalt. Aber ich sag, das ist auch schon so ein Selbstmordflug, wenn man bei so einer Anklage mit einem Pflichtverteidiger davor steht. Das ist schon verrückt. Ja. Vor allem ab dem Moment, wenn du merkst, du bist die ganze Zeit selber deinen Beweis am Suchen, das sind so Sachen, die müssen deinem Anwalt auffallen. Ja. Der kommt zu dieser 10. Aber ich habe gewusst, kein Anwalt würde das für mich machen. Das ist normal, dafür bezahlst du die doch. Guck mal, ich meine ja, offensichtliche Sachen, Zeugenaussagen aus der Sache herauslesen. Das machen die Anwälte nicht. Doch, das macht das machen die meisten nicht. Dann hast du einen afghanischen Schafshund oder so gehabt. Weil ich glaube, ich habe noch nie einen Anwalt, das ist ja mit, Zeugenaussagen sind ja sehr, sehr wichtig auch, weißt du? Das sind ja auch einer der stärksten und wichtigsten Beweismittel. Also wenn du sowas nicht bedenkst oder beachtest, wenn dein Anwalt, der wusste ja nicht davon. Aber du musst dir so denken, die kriegen einen Akt, der ist so hoch
und die meisten haben keinen Bock, den Scheiß aber dafür werden die doch, zu lesen. Dafür werden die doch und bezahlt. Ich ja, meine, sie ja lesen verrückt. Das nicht wirklich nein, weil die nicht bezahlt haben, das meine ich. Weil du den Pflichtverteidiger nicht bezahlt hast. Ja, ich wette mit dir um allem, hättest du einen guten Anwalt geholt, den dir Geld gegeben hast, du hättest dir diese Sorgen gar nicht machen müssen, weil der das rausgelesen hätte. Der hätte das nach ein paar Minuten schon rausgefunden, der gesagt hat, hör mal zu, die Aussagen der Zeugen decken sich nicht mit der Polizei. Und mein Anwalt hat sogar zu mir gesagt, ich muss einen Deal machen, weil egal was passiert, die werden nicht den Namen von der österreichischen Polizei schlecht machen. Deswegen habe ich sogar auf schuldig gehen müssen. Sogar mein Anwalt, ich habe ihm die ganzen Beweise und alles geliefert, aber er hat trotzdem zu mir gesagt, egal, auch wenn wir das beweisen können, glaub mir, Minimum wirst du bis zur Berufungsverhandlung wirst du sitzen, da fährt der Eisenmann drüber. Hat er genauso zu mir gesagt. Ja. So, das hat dein Anwalt ja auch dann direkt so gesagt. Und was war jetzt der Deal als Staatsanwaltschaft, was haben die dir angeboten? Also, am Anfang, die haben mir angeboten, Haftentlastung direkt bei der Verhandlung. Direkt? Direkt, die Hauptverhandlung ist sogar vorverzogen worden, du kannst schauen, ich bin nach 2 Monaten entlassen worden. Drei Monate war angesagt, die haben mich sogar nach 2 Monaten entlassen. Auf die Art, wir sagen 3 Monate an, zwei ich war Wochen korrekt, dann haben die 2 Monate entlassen. Was war dann die Strafe letztendlich dafür? Nur 2 Monate. 2 Monate. 2 Monate für versuchten Mord über Polizeibeamten. Weil ich sag, das ist auch, was ich noch sagen kann, Digga, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger und interessanter Fall, weil ich denke mir auf der einen Seite, warum gehen sie einen Deal mit dir ein, wenn du schuldig bist? Nein, so, wenn sie wirklich, guck mal, ich denke mir, das ist eine Sache, die eigentlich bis noch für dich spricht. Genau. Weil wenn sie wirklich davon überzeugt bist, dass du wirklich da versucht hast, eine Polizeibeamtin umzubringen oder sie attackiert hast, dann kriegst du auch nicht diese billigen 2-3 Monate von dir. Das war das, von der Richter hat gewusst, wir haben das nicht gemacht. Der Richter hat ja gewusst, sie überzeugt. Allein wenn du... Weißt du, das ist immer so dieses, ich sag immer so eine, eigentlich sag ich auch mal, die würden so nicht herkommen, müsste immer beiden Seiten hören, aber es ist immer mal die Frage, die ich immer, am Anfang schon nicht gecheckt habe, so, was hätten die, da waren ja 2 Polizisten sogar. Ja, so, die eine Polizistin, die das gehört hat, und der Kollege so. Kannten die euch persönlich oder was haben? Es ist halt bei den Polizisten so, wenn ein Polizist eine falsche Aussage macht, wird der zweite decken. Das ist so wie ungefähr bei Kriminellen. Ich glaube, Polizisten würden sich auch schützen. Das ist so eine Sache, die man als Außenstehender, als einer, der das erst später fährt, so kann man eigentlich nicht beurteilen. Weil ich sage auch immer so, auf der einen Seite kann man sagen, guck mal, du hast eine sehr, sehr milde Strafe bekommen, mit der Staatsanwalt und der Richter zufrieden war, was eigentlich schon darauf hinweist, dass die beiden Seiten wissen, okay, das was die da vorgeworfen mit der Akte, stimmt nicht. Genau. Und was man auch noch sagen kann, du hast ja selber darum gebeten, dass du gesagt hast, nimm mal Fingerabdrücke, weil du dir sicher warst, dass die Dings da, weil du dir sicher warst, dass die da die Fingerabdrücke von diesen Afrikanern drauf finden werden. So, dass die das abgelehnt haben, so ist auch ein bisschen, dass man sagt, okay, sprich für dich. Auf der einen Seite wäre das dann so, ich sag immer so, was war das? Das ist mal die Frage, die sich heute die meisten stellen werden. Was war das Motiv so? Menschen lügen meistens immer, um sich einen Vorteil dadurch zu erschaffen. Jetzt angenommen, kommt Polizisten, die kennen euch beide nicht. Die beiden, die kennen euch nicht so. So, die eine Kollegin wird auch nicht denken, so, vielleicht kann das, oder es kann sein, dass sie da einfach einen anderen gesehen hat oder sich mit dir verwechselt. Versteht ihr, was ich meine? So, wie logisch ist das, wenn einfach eine Polizistin kommt und sagt, ich habe heute Bock, dass wir uns eine Geschichte ausdenken. Lass mal anfangen zu lügen. Was habe ich? Ich habe mir auch schon öfters gedacht, das ist auch irgendwie ein guter Nebenverdienst für Polizisten. Manche, die geben ab und zu, zeigen nämlich Leute mit Körperverletzungen irgendwas, kriegen voll viel Kohle und die bekommen immer recht. Ja, ist auf dem Fall, ich sag immer, jeder soll da für sich entscheiden. Das ist Zuschauer. Man muss sagen, das ist eine verrückte Konstellation. Nee. Das ist eine verrückte Geschichte, das ist so ein Fall, da wird ein Fernseher. Was extrem für mich spricht, ist, du kannst jeden Anwalt, egal ob in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland, den Akt zeigen. Jeder wird dir sagen, keine Chance, dass diese Person unter 6-7 Jahre kommt. Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, meine Meinung ist frei. Ich war neutral. Ich habe die beiden erzählen lassen und es liegt an euch zu entscheiden. Schreibt mal wirklich, was ihr davon haltet, weil ich sage, es gibt solche Fälle häufiger, als man denkt. Die sind sehr, sehr interessant und man weiß da halt nicht so. Es gibt 2 Geschichten und für beide Geschichten gibt es teilweise Belege. So, das ist jedem selbst über das, wen er glaubt. Das war's, schaut nächstes Mal vorbei.